Hey, ich bin Schau, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Teiler, der da heißt You Must, du sollst oder du wirst. Eins von beiden. Wir sagen mal neues Spiel und schauen mal, was es so zu bieten hat. Ist, glaube ich, wieder ein russischer Entwickler. Hi, mein Name ist Mikael. Ich will mit dir die Aufgabe besprechen. Hallo Mikael, willkommen zum Hide-and-Seek-Spiel. Mein Name ist Jupiter. Ich bin der Ersteller von dieser Aufgabe. Sag mir, erzähl mir was von dir. Falls du gewinnst, was wirst du mit deinem Gewinn tun? Ich lebe allein. Meine Familie ist mein jüngerer Bruder Alexander. Er ist in einem Waisenhaus. Wenn ich gewinne, werde ich nicht länger in kleineren Jobs arbeiten müssen, sondern ich werde fähig sein, einen guten Job zu finden und meinen Bruder nach Hause zu bringen. Große Einstellung, Mikael. Ich wünsche dir viel Spaß. Gehe zu einem bestimmten Platz. Mensch, ich bin immer zu langsam. In der Beschreibung der Aufgabe Hide and Seek wurde gesagt, dass es dort einen Präsenter gibt, der nach der Aufgabe sucht. Und lass uns die Aufgabe schnell durchführen und dann hier verschwinden. Keine Ahnung, ich habe es jetzt leider nicht so schnell gelesen. Das ist immer ein bisschen schade, dass die das so schnell machen. Aber vielleicht helfen ja die Nachrichten weiter. Leute, das ist alles echt hier. Dieser Schlägertyp, der führt gar nicht. Das ist ein Psychotyp. Ich habe es so gerade geschafft, vor ihm zu entkommen. Aber ich blute. Ich glaube, er will mich bald finden. Er wird mich bald finden. Raus hier, aber schnell. Was, wenn das stimmt? Ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Ich muss mich um meinen Bruder kümmern. Ich hau ab. Oh. Ja. So eine Art von Spiel ist das also. Können wir irgendwie reinzoomen oder so? Ah ja, guck mal. Wie verstecke ich mich vor dem? Und warum sieht er so brutal aus? Ja gut, das heißt Hide and Seek, ne? Okay. Oh. You died. Ich halte Diät. Scheiße. Okay. Jetzt habe ich die Chance, nochmal den Text zu lesen. Schade. Ach so, es wird unmöglich sein, dass ich ihn... Oder ich werde entfernt vom Spiel. Okay. So geht das. Also nochmal die Note lesen. Dann sollten wir schnell irgendwo hin. Vielleicht meins hohe Gras. Da leuchtet auch was. Vielleicht müssen wir immer diese Notes folgen oder sowas. Was haben wir denn da? Was ist das? Oh, Schmerzmittel. Alles klar. Dieses Spiel kommt mal wieder aus dem Horror-Kit, das man sich im Unreal Engine Store runterladen kann. Ich experimentiere selber gerade ein bisschen damit. Von daher, Painkiller kam mir jetzt sehr bekannt vor. Ist da auch was geleuchtet? Ja, auf jeden Fall kann man irgendwie hier rein, ne? Kann man hier rein? Okay. Ja, das sieht doch super aus hier. Oh. Wir sind drin. Alles klar. Oh, Gedärme. Ja, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass der nicht sanft ist, der Typ, der seine Aufgaben befolgt hier. Okay, wir können uns einschließen. Das ist wahrscheinlich vorteilhaft. Die Tür kann ich dummerweise nicht zumachen. Kann man hier irgendwie rein? Ich muss irgendwie was holen. Projektor oder so.
Ich höre Schritte, aber ich sehe da keinen. Oh Gott, ist das creepy. Okay, hier ist alles zu. Dann, oh, hier ist aber auch zu. Das ist gut. Kommt da vielleicht nicht hier rein. Oh, hallo? Ich lasse ihn mal meditieren, ne? Boah, ist das widerlich, hier die Schritte zu hören. Okay, ja, gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Da komme ich auf jeden Fall... Da liegt irgendwie was. Ist hier sonst noch was? Oh, ich muss bestimmt eine Sicherung einsetzen. Nichts weiteres hier. Mal ducken. Hinweis Nummer 1. Oder Nachricht Nummer 1. Ich verstehe nicht, was hier mit mir passiert. Ich kann mit niemandem darüber reden. Ich kann nur zu meinen Gedanken, auf meine Gedanken hören. Niemand kann uns hier helfen. Nur die, die schnell sterben, haben Glück. Okay, wenn du das so siehst. Okay, wir versuchen mal hier. Okay, gibt es noch mehr Painkillers? Mitnehmen? Okay, ich glaube, wir haben dann auch so ein... Finde das Aufgabe. Okay, wir müssen diesen Schädel finden. Verstehe. Okay, hoffen wir einfach mal, der Typ rennt draußen rum. Vielleicht fragst du dich, wie bin ich an diesen Punkt gelangt? Natürlich, ich werde verrückt, weil ich zu mir selber rede. Aber falls du Interesse hast, dann hör zu. Haha. Du musst danach suchen. Okay. Oh, ich dachte, hier wäre dieses Teil, aber es ist es nicht. Okay, da sind wir rein. Können wir dann hier raus? Können wir nicht. Jetzt mal, war da nicht eine Tür? Hä? Hier ist eine Tür. Okay, aber da kommen wir nicht her. Kann ich nur zurück? Das ist ja scheiße. Ist noch ein anderen Weg? Ich noch einen anderen Eingang. 5880. Okay, ist das vielleicht wichtig? 5880. War da irgendwo vielleicht ein Zahlenschloss in einem Schrank oder so? Also ich sehe jetzt nichts hier. Wir merken uns mal 5880. Vielleicht finden wir irgendwo ein Zahlenschloss. Okay, wir müssen hier raus. Können nur runter. Ich befürchte, wir müssen dann wieder ganz raus. Und draußen rennt der Typ rum, huh? Okay. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Oh, fuck. Fuck my life. Oh nein. Oh Mann. Was? Scheiße. Okay. Ich überlege gerade, wir sind hier reingekommen, ne? Ja, da liegen die Gedärme. Können wir... Jetzt sitzt er da. Okay. Ich schätze, wir müssen wieder hier raus und dann irgendwie ein weiter oder sowas.
Aber acht geben auf den Killer. Kommen wir da irgendwie rein? Kommen wir denn noch in dieses Gebäude rein? So viele Wege gab es da jetzt gar nicht. Hier ist eine Leiter. Okay. Was ist das? Okay. Oh, okay. Flüssigkeit für das Feuerzeug. Okay, das, da müssen wir sparsam mit sein. Okay, sparsam mit sein. Ich hoffe, der kann keine Leitern hochklettern. Okay. Painkillers nehmen wir mit. Okay. Oh! Ah, hier kommt man auch raus. Wir müssen ja immer noch dieses mysteriöse Objekt finden. Hätte ich gerade irgendwo was geleuchtet oder habe ich mir das eingebildet? Da hinten. Okay. Feuerzeug. Flüssigkeit. Ja. Mein Gott, hier geht's wirklich überall weiter. Ey, Scheiße. Oh, die Geräusche, ey. Okay, hier liegt nichts mehr rum. Don't shock me. Oh, toll, wenn in der Schule so ein... Hier ist noch ein Sicherungskasten. So, kann aber auch nichts einsetzen. Oh, ist das? 5. Okay. Dafür ist das gut. Ich gucke aber erstmal hier. Finden wir noch mehr Notes? Da liegt noch was. Oh, auch ein Schlüssel. Ein Schlüssel zur Tür. Okay. Ein Schlüssel zur Tür. Welche Tür? Egal, da ist offen. Ach, leck mich doch. Okay, was haben wir hier? Oh, okay. Bolzen. Was? Loading? Hallo? Jetzt kann ich das Schloss im Keller
Mit dem Bolzenschneider öffnen. Oh! Okay. Ich merke gerade, die Auflösung hat sich verändert in Level 2. Wie es scheint. Naja, ich hoffe, dafür läuft es ein bisschen flüssiger. Im Keller. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und wir haben einen Bolzenschneider. Aber wie komme ich denn in den Keller? Wahrscheinlich, indem ich zurückgehe. Ich hier irgendwie aus dem Fenster raus. Da muss ich nicht durch das Geknatsche hier gehen. Nee, kann ich nicht. Fuck you. Gott, sind die Jumpscares schlecht. Da liegt noch was. Was war denn hier? Nochmal. Lampenöl. Habe ich eigentlich schon genug von. Da sind wir aber. Der einzige Vorteil von Jumpscares ist, dass du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Da können wir nicht raus. Vielleicht für die Tür? Oh, okay. Ja, ich glaube, wir sind da durchs Fenster reingekommen, oder? Oder hier? Ich glaube hier. Painkillers. Lampenöl. Okay, jetzt müssen wir nur den Keller finden. Weil kann ich den Typen damit zuschmeißen hier mit den Dingern? Guck mal beim Haupteingang. Vielleicht hier irgendwo. Könnte denn der Keller sein? Wo könnte denn der Keller sein? Wenn ich eine Leiter finde, könnte ich durch das Fenster klettern. Ja, du bist ja ein Experte. Wo soll ich denn hier eine Leiter finden? Oh, guck mal hier. Komm mal hoch. Sehr gut. Oder können wir nicht? Können wir nicht hoch. Da? Nein, keine Leiter. Okay. Okay, den Weg zum Dach hätte ich gefunden, aber keine Leiter und keinen Keller. Doch, hier sind Kellerfenster. Da kommt der Schlechter. Oh, ich kann ja nicht mal rein. Ja, geh ruhig. Ich weiß ja, dass eine Leiter am Fenster war, ob ich die abmachen kann. Hier ist auf jeden Fall überall Kellerfenster. Also muss auch ein Keller in der Nähe sein, sagte mal ein weiser Mann. Bin ich jetzt einmal rumgegangen oder was? Er geht weiter. Hier ist zumindest ein Keller. Also fahren wir doch. Wo finden wir denn den scheiß Keller? Jetzt mal ehrlich. Oh! Alles gut.
Ich nehme erstmal Painkiller. Use. Alles klar. Hey, Freund. Vielleicht finden wir auch so den Keller. Warte mal, hä? Hier? Da sind wir reingegangen. Wo ist der Keller? Und hier nirgendwo raus? Kann ich mich hier durchquetschen? Ach Mensch, das ist doch einfach nicht wahr. Ja, war ich schon. Ich hoffe, er ist jetzt weg. Bitte nicht wieder triggern. Okay. Tja. Das ist ja doof. Kriegen wir den denn da weg? Oder ich mich hier raus teleportiert, hä? Okay, hier mal aus dem Fenster springen. Schön wär's, hä? Die Freiheit ist so nah und doch so fern. Ach, was hätte ich den Keller gern. Können wir uns doch irgendwie hier vorbeiglitschen, aber ich befürchte nicht. Habe ich hier irgendwie Continue, Load Game, Load Game, Loading? Ah. Ah, guck mal. Gehört wieder zurück. Ha! Dich hat er gekriegt, mich nicht. Nicht nett. Okay. Da rennt er rum. Hier müssen wir her. Na, immerhin. Immerhin haben wir so eine Art Safe-Game. Muss ja jetzt möglich sein, den Keller irgendwo zu finden, hä? Ich lasse ihn erstmal vorbeiziehen. Jetzt direkt in die andere Richtung. Eine, ach, da, guck mal. Da, das sieht doch nach Keller aus, hä? Okay. Ich muss weiter nach dem Icon, nach dem, Oh, aber ich habe eine Leiter gefunden. Immerhin. Wo muss ich die dran stellen? Hier, glaube ich. So geil, wie wir jetzt mit dem Teil hier rumrennen. Hier? Ne, da komme ich ja her. Ich weiß gar nicht mehr, wo die dran musste. Kann ich die auch irgendwie wegstecken? Da vorne, glaube ich. Oh nein, der Killer! Er sieht mich nicht. Er hat mich nicht gesehen. Hervorragend. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einen Kellerschlüssel finden oder so. Muss ich meinen Leiter mal... Ach ne, ist noch gut. Alles gut hier. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Bereit für schlimme Jumpscares. Noch mehr Flüssigkeit. Flüssigkeit. So. Okay. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Alles klar.
Ich höre ein Herz. Was finden wir hier? Toiletten. Ach, die guten wieder hier, ne? Die Hockklos. Safe game. Sehr schön. Ah, da ist was. Hier? Von allem, was hier passiert ist, was ich gesehen habe, war es mir fähig, davon auszugehen, dass Wissenschaftler hier Experimente in geheimen Laboren durchgeführt haben, die ich niemals gefunden habe. Sie waren wahrscheinlich in geheimen Bunkern. In der Nähe von einer kleinen Siedlung, wo unser Haus mal war. An einem gewissen Punkt gab es eine Freilassung und ein Leck von toxischem Gas. Wir haben es nicht gespürt. Und diese Wissenschaftler sind entkommen, ohne die Bevölkerung zu warnen. Und das waren wir. Ich frage mich, was als nächstes passiert ist. Oder hast du schon alles verstanden? Nein? Verstehe gar nichts. Das würde allerdings die Jumpscares erklären. Aber mehr gab's doch hier nicht, oder? Hä? Ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas, um, den Keller irgendwie zu öffnen. Kellerschlüssel oder sowas. Gehen wir mal zurück. Achtung, Jumpscare wahrscheinlich. Es ist so vorausschauend. Voraussichtig. Also man sieht es voraus. Ach, so kommen wir in den oberen Bereich. Ach, guck mal. Das war gerade noch nicht frei hier. Ah, jetzt muss man sagen, die Sounds der Jumpscares sind wirklich unglaublich laut. Unglaublich. Okay, gehen wir in diesen Raum zuerst. Geheime Labore. Oh. Geheime Leichen. Bin ich reingekommen hier? Noch mehr Leichen. Ah ja. Painkiller. Die brauche ich in dieser schweren Stunde. Ja! Es tut mir so leid, dass die Sounds so laut sind. Ich erschrecke mich auch. Aber es ist ja nicht gruselig, es ist halt einfach nur laut. Gott, ey. Oh. Hauptsächlich kriege ich nicht wieder einen Krampf. So, warte, da waren wir. Okay. Da sind wir hergekommen. Da ist zu. Da leuchtet was. Oh Gott, Alter! Schlimm! Ich brauche zusätzlich den Code. Das ist der falsche. Jetzt reicht's aber mal so langsam hier. Wirklich, es ist mir zu laut. Scheiße, können wir nicht aufmachen. Wir brauchen noch einen Code. Da können wir nicht mehr her. Hä? Der Code muss hier irgendwo sein. Ich komme nicht mehr zurück. Der Code muss irgendwo hier sein.
Wieso kommen wir denn nicht mehr zurück? Das ist doch... Vielleicht müssen wir da durchgucken. Hä? Die war gerade noch nicht auf. Ich schwör, Alter. Ach da. 8, 6, 4, 9. Jumpscare. Oh, stopp. Was? Zwei, sechs, vier, neun. Ja. Oh, Gott sei Dank. Der Schädel. Und jetzt? Ich muss hier raus. Oh. Müssen wir was trinken? Aha. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Oh, wir sind im Keller. Zu weit weg. Ich muss irgendwas finden, um den Schlüssel zu erreichen. Aha, okay. Stock oder so. Gehen wir mal in die Richtung. Oh! Ein Bolt Cutter. Jetzt habe ich zwei davon. Also, ihr könnt einfach hier jede Latte oder sonst was benutzen. Ich schätze mal, das ist der Weg. Hier klopft wieder was. Liegt hier etwa ein Herz wieder? Mein Herz. Copy and paste. Ach Gott, ey, gehen mir die Jumpscares auf den Sack, ey. Es wäre echt besser gewesen ohne. Manchmal ist weniger halt doch mehr. Aber ich glaube, da wollte sich einer so richtig mal austoben hier mit der Engine, wa? Es ist natürlich hier wieder Ende. Wahrscheinlich nur, damit auf dem Rückweg eine Tür aufgeht. Die Sounds sind ja schon gut, teilweise. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, die Tür. Na, komm schon. Ah, hier, die lange Stange. Endlich habe ich auch mal ein langes Ding. Wie greife ich es? Also, okay. Sehr gut. Der rennt draußen rum. Frische Leichen.
frische Leichen, eine Note. Wir haben unsere Häuser verlassen, als das Militär begann, das Dorf zu räumen. Und nachdem wir bis zum Ende der Operation gewartet haben, sind wir in eine verlassene Militärbasis umgezogen. Aber dieses Mal haben wir nicht mehr verstanden, zu was wir gekommen sind. Wir sind zu Monstern geworden. Wir sind zu Monstern geworden. Komm, ich renn jetzt. Dann sind die Jumpscares nicht so schlimm. Schlüssel zur Tür. Zu der hier? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Was macht ihr denn da, ihr Lümmel? Wahrscheinlich zu dieser Tür. Wahnsinn. Ach, Treppe rauf. Oh, nice. Buex. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Blatt. Oder so. Ich kann nur ein russisches Wort. Das ist Milchschnette. Milchschnette. Hast du gute Milchschnette? Okay, wir müssen weiter hoch. Oh, noch ein Schlüssel. Schlüssel zur Tür. Zu welcher Tür? Oh, fuck. Zu dieser Tür. Ausgang. Saving Game. Okay. Jetzt nur die Frage, wo muss ich hin? Nicht sie weg, schätze ich mal. Da, ist das der Ausgang? Hier haben wir, glaube ich, gestartet, oder? Kann das sein? Lass mich hier raus! Hier gibt es doch keinen Ausgang, oder? You can't escape this nightmare. Ich glaube, hier vorne, wir haben zwei Tore. Da oben liegt noch was. Was ist da oben? Ich bin da nicht dran. Warum komme ich da nicht dran? How? Falls ich Bretter finde, kann ich hier drüber klettern. Ah ja. Boah, das heißt wahrscheinlich Bretter. Hier liegen doch überall welche rum, oder nicht? Oh Mann, ey. Willst du mich nicht verarschen? Jetzt habe ich so viel Feuerzeugmittel gefunden. Und brauche es gar nicht. Okay. Herzlein kommt. Oder geht er? Ich glaube, er geht. Okay. Wo finde ich denn diese tollen Bretter? Latten. Ich glaube, Latten ist Fans. Wie der geht, ey. Der moonwalkt hier durch die Sachen. Ich brauche Latten. Wo sind die Scheißlatten? Da oben. Kann ich die nehmen? Wie kam man denn da hin? Haupteingang? Ich weiß es nicht mehr. Gott, ja. Fuck you.
Weiter hoch. Nee. Wie kann man denn da rein? Irgendwo reinklettern. Wenn wir denn nochmal da hinkommen. Da. Da. Ja. So, jetzt nur noch die Stelle am Zaun finden. Was für ein Spiel, ey. Ich hoffe, das war's dann. Wo war die Stelle? Da, glaube ich. Hier so rum. Wo war denn diese Stelle zum drüberklettern, Alter? Bin ich doof. Ob da irgendwo? Da? Ja, da. Da? Nein. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, Gott sei Dank. Freiheit! Oh, hallo, alle Mann. Ich bin noch lange nicht mehr mit euch in Verbindung getreten. Es war schwierig. Freunde, danke für eure Unterstützung. Ich habe mich entschlossen, und den Journalisten zu berichten von diesem Ort. Sie haben es geschafft, eine öffentliche Interesse aufzubauen, und viele Leute... was? Many people became not indifferent, huh? Die Polizei hat das geprüft und Untersuchungen über den Fall den Organisator dieser Aufgabe gestellt. Ja, es gibt mehr gute Neuigkeiten. Mir wurde eine Zusammenarbeit und in einer guten Firma angeboten. Ja, wie auch immer. Das war You Must, und ich fand's prinzipiell okay, aber war jetzt auch nichts Besonderes, und die Jumpscares taten halt wirklich, oh Gott, schon Sprache zerstört hier. Die Jumpscares taten halt wirklich weh. Hätte nicht sein müssen, hätte man ohne Jumpscares und ohne Killer, glaube ich, besser hingekriegt, um eine Atmosphäre aufzubauen. Also ist nicht wirklich gut Atmosphäre rübergekommen. Generell mag ich den Style von diesem Horror-Kit. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen in diversen Spielen. Hauptsächlich von Emika Games. Aber ich glaube, das war jetzt nicht von Emika Games. Das war zu schlecht dafür. Thinline heißt hier der Entwickler. Steht unten rechts. Ja. Ich fand's okay, aber letztendlich ist es eh umsonst. Wenn ihr selber spielen wollt, könnt ihr euch runterladen. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Indie-Horror-Einteiler. Den du gucken musst. Du musst. Okay. Haut rein.